ich mich auch sehr gefreut habe, waren, dass ich, oder dass die letzte Folge sehr gut ankam, so wie ich das mitgekriegt habe, waren nach meinem jetzigen Stand 3 positive Wertungen da, was ich sehr schön finde. Dafür bedanke ich mich auch recht herzlich. Finde ich schön, wenn euch meine Folgen gefallen und wenn ihr das mir auch zeigt. Dann macht das ganze Let's Play doch gleich viel mehr Spaß. Wenn man sieht, dass seine Arbeit gut ankommt und auch, wie sage ich das, positiv gesehen wird, dass es auch einem gefällt und so. Also ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Von daher ein großes Dankeschön und ja. Freue ich mich immer wieder. Auch über ein nettes Kommentar, das lese ich auch ganz gerne. Und in den meisten Fällen antworte ich ja auch auf Kommentare. Es sei denn, es ist beispielsweise bei einem Video, wo ich jetzt schon 3 oder 4 Mal geschrieben habe, bei einem anderen Kommentar, sage ich mal, was aber den gleichen Inhalt vermittelt. Es waren so die, ja, so Bauvideos, wo ich irgendwas gebaut habe, sind da so prädestiniert für. Ja, wo gibt's denn die Splines? Was ist denn das? Was ist denn dies? Wo gibt's denn das? Ja, habe ich nur schon 10 Mal beantwortet darüber. Aber man liest ja die anderen Kommentare nicht. Hallo Kollege. Tut mir leid, wenn ich dir den Weg versperre. Aber ja. Also bei sowas bin ich dann so ein bisschen... Naja. Da antworte ich eventuell dann auch mal etwas, sag ich mal, etwas genervter, weil wenn man sich was fragt, steht es meistens schon dort in den Kommentaren drinne. Beziehungsweise wenn es nicht da steht, kann man es ja immer noch fragen, aber wenn es da steht, kann man ja auch das nehmen, was wie gesagt da steht und muss sich draußen mal fragen. Es reicht, wenn einer fragt. Notan, ach so. Aber es möchte immer noch jemand aussteigen. Dann steigt mal aus. So. Wir fahren sofort weiter. Naja, im Stau, sage ich mal. So ein bisschen. Ja. Ich bin irgendwie gerade etwas ungesprächig, was wahrscheinlich auch daran liegt, dass es Abend ist. Weil ich nehme das Ganze gerade hier am Abend auf. Weil ich gerade Zeit hatte, einerseits. Andererseits niemand da war, mit dem ich irgendwas hätte machen können. So, wo ich mir dann gedacht habe, kannst du Omsi fahren? Wo ich mir dann auch überlegt habe, naja, du könntest das auch gleich verbinden und gleich noch was aufnehmen. Von daher passte das ganz gut. Ich habe gleich neue Folgen. Und ja. 2 Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Könnte man so sagen. So, dann fahren wir mal hier hin. Lassen mal die Leute raus, wenn sie aussteigen wollen. Möchte denn überhaupt jemand aussteigen? Weiß ich gerade gar nicht. Ah, da können wir eigentlich... Uah, falsche Taste. So. Auch hier. Da hat man übrigens mal den Motor gehört. Können wir hier weiterfahren. Und alles ist supi. Ja, ja. Schön grün ist es wieder. Und... Ach, hallo. Ja, bitte nicht in die erste Tür stellen. Das macht man nicht.
Naja, Stettin ist immer wieder so eine Karte, wo ich gerne fahre. Egal ob jetzt mit solchen Bussen oder mit Niederflurbussen, Überlandbussen. Da kann man mit allem fahren. Ich finde die Map auch, obwohl es ja schon eine relativ alte Map ist, sage ich mal, finde ich sie immer noch schön und auch zeitgemäß. Es gibt sicherlich hier und da mal eine Stelle, wo man sagen könnte, ja, mit den heutigen Mitteln, die zur Verfügung stehen, sage ich mal, kann man mehr erreichen. Aber ich finde das hier vollkommen okay und für die damalige Zeit auch vollkommen ausreichend. Oh, ich sehe gerade in Steam, der Luis ist online. Also könnte es passieren, rein theoretisch, dass er mich gleich anschreibt. Naja. Habe ich auf jeden Fall gleich jemanden, mit dem ich mich unterhalten kann. Bist du jetzt... Okay, da ist die wahrscheinlich einfach verschwunden. Ach nein, da ist sie ja. Na gut. Aber wir haben noch ein Stück vor uns. Ein Stück ist es noch. Noch über 10 Minuten. Fällt mir gerade so auf. Wenn ich den Fahrplan richtig gedeutet habe. Ah, jetzt beginnt wieder das Schleichen. Wenn ich sehe, ja, da kommt was auf meiner Seite leider. Ganz ehrlich, wir fahren hier mit 20. 20 Kilometer pro Stunde. Ja, fahren wir mal vernünftig hier. Fahren Sie so schlecht, Michael Schumacher, ja? Sie fahren aber schlecht. Ja, ich weiß, es ist gerade hier. Bitte anders fahren. Das ist hier gerade dieses. Beschleunigen, bremsen, beschleunigen, bremsen. Ach so, wir haben hier gleich 1, 2, 3, 4, 5, 6 LKWs. Und das war gerade das Pedal. Ich hoffe, ich schaffe das pünktlich, mich vorbeizukämpfen. Es will gerade eh niemand aussteigen, aber ganz viele einsteigen. Schwuppdiwuppdiwupp. Dann mache ich das jetzt mal ganz frech. Stelle mich einfach so hin, da kommt nämlich niemand an mir vorbei. Haha. Das ist schön, das gefällt mir. Da habe ich dann freie Bahn. Ist zwar nicht so lieb, ich weiß. Das macht man eigentlich auch nicht, aber naja. Man macht, was man tut, damit das Let's Play ordentlich ist und flüssig läuft und nicht zu Tode, dass man sich nicht zu Tode langweilt, weil man mit 20, 30 hinter den LKWs herschleicht. Das ist ja schließlich nicht Sinn und Zweck der Sache. So. Ich muss wahrscheinlich hier vorne auch abbiegen. Richtig. So. Also wie gesagt, die Map gefällt mir wirklich gut. Und es gibt wirklich viele Maps, die ja mittlerweile im neuen Baustil sind. Was für mich heißt, eigene Gehwege, eigene Straßen oder andere Gehwege, andere Straßen als halt im Standard-Objekt-Content ist. Auch neue Objekte, neue Bauarten, neue Bauweisen, neue Designobjekte, wie man es auch immer nennen mag. Da ist Gärten ein Beispiel dafür, was ja nun wirklich komplett neu ist vom Design her. Was aber auch ein Beispiel ist, was im, in Arbeit im Moment ist, also in der Bauphase, wäre Bergen als Karte vom User Eiskalt. Oder ICE Kalt, je nachdem wie man es sagen will. Damit sich ja auch niemand in der Aussprache diskriminiert fühlt. Falls ich es immer noch falsch ausgesprochen habe, könnt ihr es mir gerne in die Kommentare schreiben und mich berichtigen. Ich bin dafür offen. Und ja. Und da sind ja wirklich sehr viele eigene Objekte bzw. vorhandener Content mal neu genutzt.
Und finde ich auch sehr schön neu genutzt. Von daher habe ich sehr große Hoffnung in diese Karte. Aber man sieht auch, dass man aus vorhandenem Content mit ein bisschen Erweitern auch schöne Maps machen kann, wie beispielsweise Neustadt, wo ich demnächst wahrscheinlich auch mal fahren werde. Die Map finde ich auch eigentlich wirklich richtig schön und ist auch sehr empfehlenswert. Ja. So, das war ein bisschen schnell, also nur so ein bisschen, also so ein ganz kleines bisschen. So ganz dezent. So. Manni, du darfst raus und Kind und keine Ahnung was auch noch. Abgewürgt. Mit Erfolg. So. Falls sich jemand fragt, nein, ich habe noch keinen Führerschein. Nur so, dass ihr das wisst. Ich bin auch noch nicht in der Phase, wo ich sage, ja, hier, ich bin gerade auf dem Weg zum Führerschein. Noch nicht, das kommt alles noch. Teils in diesem Jahr, Kalenderjahr, und teils im nächsten Kalenderjahr. Da kann man sich also ungefähr ausrechnen, was ich meine damit. Wenn ich das in Teile einteile. Seine Abschnitte, je nachdem, wie man es sagen will. Hier ist 40, ich habe einen Retarder drin und ich bremse trotzdem nicht. Ich sollte, glaube ich, mal die Fußbremse nutzen. Ich glaube, die haben auch ein tolles Bild vom Bus, wenn der hier so angeprescht kommt und um die Kurve schießt. Und die Haltestelle um eine Buslänge verfehlt. Aber nein, das wirkt völlig normal. So. Bergabbeschleunigung macht immer Spaß. Solange es im Maße bleibt, dass ich es auch ausbremsen kann, sonst wäre es schlechter. So. Gut, dass uns hier nichts entgegenkommt. Aber fahren Sie mal vernünftig hier. Stopp. Kommt da was? Nein. Also kann ich fahren. So. Kommen Sie rein, können Sie rausgucken. Und weiter fahre ich. So. Da war ich mal wieder zu schnell. Tja, ja. Jetzt juckt es mich auf meinem Rücken. Das finde ich unschön. Ich schalte zum ersten Mal in diesem Let's Play in den fünften Gang. Zum ersten Mal. Und das ist ziemlich am Ende der Strecke. Und in dem Bus merke ich es gar nicht, wie schnell man fährt. Ich bin immer so schnell unterwegs hier, obwohl ich eigentlich gar nicht so schnell unterwegs sein will. So. Anhalten, Leute rauslassen. Ich wollte gerade sagen, will der jetzt nicht vorne aussteigen? Das wäre ein bisschen dämlich gewesen. Fahren wir mal ein bisschen von außen. Das ist zwar etwas lauter. Aber ihr hört auch den Motor. Yeah.
das war der falsche Gang. Ich wollte den fünften haben und nicht den dritten. Ich drehe mich auf die andere Seite. Da habt ihr nicht so viele Bäume im Gesicht. Ruhig und ohne irgendeinen Ton zu sagen, da wirkt das gleich noch viel besser. Oh, ich würde sagen, wir sind da. So. Gut, dann, hoffe ich ganz einfach mal, euch hat die Folge bzw. die Folgen gefallen. Und ja, wenn es euch gefallen hat, dann lasst eine positive Bewertung da oder schreibt einen Kommentar und teilt es mir mit auf irgendeinem Wege. Und ja, dann bleibt mir eigentlich nur noch zu sagen, tschüss, schönen Tag noch und bis zum nächsten Let's Play. Tüdelü.